Willkommen zurück zu Top Rider 3. Ja, hier haben wir aufgehört und hier haben wir schon gesehen, dass da eine Schlange ist. Jetzt frage ich mich gerade, kann man das vermeiden, dass die ein... Komm, Schlange. Komm. Ja, man kann es vermeiden. Hier wollten wir eben gucken. Ich hoffe ja, dass hier der Schalter irgendwo ist. Für... Moment. Was soll das hier? Ah, da kann ich runterkriechen. Okay, hier liegt ein Schlüssel. War da ein Schloss gewesen an der Tür? Jetzt gar nicht gesehen. Mehr ist hier auch nicht. Okay. Nee, vorwärts, Lara. Weil wir müssen ja die Tür da aufkriegen, ne? Weil sonst kommen wir ja nicht zurück. Ich habe aber extra schon einen neuen Speicherplatz angelegt, falls das der Fall ist. Wir können übrigens auch mal... Hatte ich jetzt das... von wo kam ich denn jetzt? Von hier oben, ne? Hier muss ich auf jeden Fall runter, weil... Nee, Moment. Unser Moped stand wo? Hier. Könnte man nicht wieder hier rüber? Ah, das sieht ein bisschen höher aus, ne? Das ist eigentlich hier nur zum Landen gedacht. Ich mache jetzt mal was ganz Dummes, aber... wir fahren jetzt hier einfach mal runter. Anscheinend soll man ja hier lang fahren. Und wenn ich jetzt hoffentlich den Schlüssel habe für die Tür, obwohl ich da kein Schloss gesehen habe, aber müssen wir mal gucken. Vielleicht war ja da doch ein Schloss. Vielleicht habe ich das ja übersehen. Hallo Schloss. Oder es könnte sein, man kommt hier erst später von der anderen Seite hin. Dass auch das Schloss auf der anderen Seite ist. Ich sehe hier kein Schloss, Leute. Nee. Mist, jetzt habe ich nicht ausprobiert, ob ich da rüberspringen hätte können zurück. Hm, verdammt. Müssen wir uns nochmal alles holen. Tut mir leid. Ich habe jetzt... Ja, da müsste ich den jetzt nehmen, glaube ich. Ich lade mal den eben nochmal. Ach, das war hier. Okay, ne, müssen wir uns nicht alles holen. Das Ding steht ja jetzt da oben. So, hier müssen wir uns nur noch mal den Schlüssel holen. Ah, ich habe so eine komische Vermutung. Vielleicht reicht aber dieser Speicherstand nicht aus, dass wir uns das, dass ich mir das doch noch mal alles holen muss. Und dass ich da mit dem Quad gar nicht darunter springen soll. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich renne mal jetzt zum Quad wieder vor. Speicher dann da oben nochmal. Also unten war auf jeden Fall kein Schloss. Und hoffe mal, dass wir hier zurückkommen. Mit dem Quad. Thank you.
will eigentlich nur... So, ungefähr. So, hier speichere ich nochmal. Auf den hier, ja genau. So. Aber könnte man eigentlich schaffen. Ich lag, war bloß ein bisschen schräg jetzt. Da brauche ich eigentlich gar nicht so viel Anlauf nehmen. So, ein Stück vor. So. Jetzt mit Vollgas. Nee, das schafft man definitiv nicht. Okay, dann müssen wir, lassen den Speicherpunkt mal, ich nehme mal einen weiter vorne. Okay, das war hier. Hm, aber wie, ich komme doch da gar nicht, ich muss doch mit dem Teil darüber, springen. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber wir probieren mal was anderes aus. Wir probieren mal aus, wie, wo ich geradeaus hinkommen würde. Da würde ich mal gerne probieren. Durch. So, hier runter, das ist schon mal Fakt. Wir speichern hier nochmal ab, aber auf den anderen. Auf den hier, genau. Nein! Ich habe geladen. Wieso das denn? Meine Güte. Ach, mein Gott, Lara. Hier solltest du eigentlich hochspringen. Ah, sowas passiert einem auch immer wieder, ne? Hin und wieder. Scheiße mit dem... So. Ich wollte eigentlich nur hier speichern. Also nicht hier runterfahren, hier so. Hier wollte ich jetzt nochmal abspeichern. Auf Speichern rüber und ich wollte diesen Platz nehmen. Genau. So. Und hier brauchen wir auch wieder ein bisschen Anlauf, ne? Halt, nein, 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 wo fährst du hin? Boah, mich jetzt erschrocken. Alles klar, da dürfen wir schon mal nicht runter. Nochmal. Ich wollte doch bloß darüber. Oi, 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 oi. Jetzt stelle ich mich aber auch an. Ich war schon auf der richtigen Seite. Da ist, ui. Speed ist ganz schön unkontrolliert, wenn man das so auf der Seite. Halt, 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 halt. Wieso ist sie denn jetzt? Ich hab... was? Ich hab rückwärts gedrückt. Okay, ich hab's verstanden. Ich muss mich sogar rechts halten. Da geht's rechts lang. So, jetzt ist aber genug gestorben hier. Jetzt reicht's. So, na richtig. Jetzt stellen wir hier mal ab. Und da unten war ja definitiv alles lila. Das heißt, das heißt ja eigentlich, dass wir da nicht hin sollen.
also zu sterben. Hier ist Wasser, aber das ist ja Strömung. Ja, mit Sicherheit, ja, seht ihr. Aber dann kann ich euch das auch mal zeigen, wie weit wir hier die Strömung lang gehen. Und Piranhas ohne Ende. Ich glaube, hier gibt es auch nichts. Gibt es auch nirgendwo eine Stelle, wo man raus könnte. Einfach nur den ewig langen Fluss entlang. Und hier lang. Ich weiß nicht, nee, da kommt man nicht hin, weil die Strömung zu stark ist. Und hier wäre ein Wasserfall. Und da kommt man auch nicht hin. Ne? Da haben wir die Piranhas dann platt gemacht. So, was ist denn jetzt nun eigentlich, wenn ich da weiterfahre? Aber nicht in den Loch. Nicht in den Loch falle. So, aber hier ist ja auch schon wieder. Hier ist Ende. Und dann hier raus. Alles klar. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade übelstes Halskratzen gehabt. Okay, wir müssen da mal runterfahren. Falls ich jetzt von der anderen Seite. Aber das ist dann immer noch die Frage. Hier komme ich ja definitiv nicht zu Fuß rüber. Definitiv nicht. Ja, und jetzt hängt sie fest. So, hier schön um die Ecke rum. Und hier schön, machen wir ein bisschen langsamer. War das jetzt... Ich will hier mal eben kurz gucken. Ist das hier ein Tod oder ist hier nur eine Vertiefung? Ja, hier liegt nichts, okay. Und ich kann hier auch nicht irgendwie... Oder kann man hier eventuell einen Stein ausziehen oder reinschieben? Ja, wenn, dann eher reinschieben. Nee, den nicht. Ich weiß nämlich, dass es hier einige Steine konnte man hier... Aber die waren sehr gut versteckt. Oder den hier vielleicht? Ja, das sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay. Gut, da hätten wir das schon mal geklärt. Und da hinten war ja jetzt auch nichts, ne? Nee. Ich weiß jetzt ja nicht, ob ich hier überhaupt... Aber man muss mit dem Truck... Wir machen das nochmal. Ich habe ja die Speicherpunkte, wie gesagt. So. Schön langsam. Nein! Soll man da überhaupt runter? Ich habe hier auch nirgendwo einen Schlüssel oder so gesehen. Moment mal. Wir machen mal Folgendes. Wir gehen hier mal runter. Das sieht nämlich so aus. Ist ja so eine, fast so eine Treppe mäßig. Genau. Dass man hier auch wieder hochkommt. Vielleicht soll man hier auch gar nicht mit dem... Doch, man soll hier. Man soll, glaube ich, hier, weil hier ist eine Schanze. Aber hier geht's doch offiziell weiter. Wie komme ich... Ja, da würde ich ins Wasser fallen. Und hier ist doch der offizielle Weg, glaube ich, ne? Kann ich da auch so rüberspringen? Okay, rutsch aber ab. Rutsch immer wieder ab. Okay, das ist dann nur zu schaffen mit dem Quad. Na gut. Hm.
Es muss hier einen Weg geben. Also entweder muss ich es schaffen darüber. Nein, 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 so schon gar nicht. Beschäftigt sein. Aber ich habe da nirgendwo einen Schlüssel gesehen. Das ist das Problem. Oder warte mal, hier ist ja etwas höher. Wenn wir... Ach so, da geht's noch runter. Nein! So noch nicht. Anders. Das ganz anders machen. Das, also wenn ich jetzt hier rüberkommen würde, nicht darunter. Nicht darunter. Ah, hier soll man nicht zurück, glaube ich. Ja, ja. Jetzt hier voll. Nee, schafft sie nicht. Puh. Okay, dann fahren wir noch mal runter in den... Hier runter. Hör auf zu jammern. So, denn hier kann man ja definitiv auch runterfahren. Ich habe bloß noch nicht... Und ich glaube jetzt auch nicht, dass das Schlüsselloch hier irgendwo anders ist. Ich hatte ja hier keins gesehen. Hier vielleicht? Warte mal, wir steigen hier mal ab. Muss doch irgendwo... so ein Ding sein, wo den... das war doch wieder so ein normaler Schlüssel, ne? Ja... Alles klar. Hier ist ja noch ein Raum. Hier ist keiner. Müssen wir mal die Wände genauestens ab. Aber meistens ist ja so eine Erhöhung in der Wand drin. Ich will nämlich auch nichts verpassen, ne? Wenn ich jetzt die eine Seite da lang, klar, da kann ich lang, aber da habe ich so das Gefühl, dass ich da lang muss. Und hier, da hätten wir... Aber da, hier, hinter dem Gitter. Aber kann man auch nicht... Kaputt schießen kann man es auch nicht, ne. Da komme ich auch nur von der anderen Seite ran. Ja, und das geht ja nicht auf, weil hier auch kein Schlüssel... Ich will aber gerne den Schlüssel behalten, aber dafür... Aber ich brauche das Quad oben auf der anderen Seite. Moment, da bin ich das, oder kann ich vielleicht? Nee. Moment mal. Könnte ich vielleicht, nee, was will ich denn hier? Welcher war das jetzt? Das war der. Ich will nochmal den. So. Psst, absteigen. Wurde gerade der Führerschein entzogen. Könnte ich dann eventuell hier rüber? Hatten wir hier schon geguckt? Da ist nichts, ne. Könnten wir eventuell hier mit schönen Anlauf rüberspringen? Nein, nein, so sollst du nicht machen, Lara. Aber so viel Anlauf braucht sie nicht. Moment, kann ich dagegen schwimmen? Kann ich hier irgendwie raus? Oder geht das gar nicht?
Nee, durch die Strömung wäre ich immer wieder runtergedrückt. Das ist Schweinerei. Das ist schon, grenzt ja schon an Vergewaltigung hier. Nee, das ist unmöglich. Ich mach mal den hier nochmal kurz. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Also das Quad muss auf jeden Fall auf der Seite bleiben. Denke ich mir mal. Aber es sieht hier auch so aus, als ob man mit dem Quad darüber muss. Aber andererseits... Soll man sich jetzt für einen Weg entscheiden? Aber wenn ich mich für den entscheide und den Schlüssel finde, gibt es da kein Schlüsselloch, wo ich den Schlüssel rein machen kann. Ne? Ne, hier hangeln kann sie auch nicht irgendwie darüber. Das müsste sie schon so schaffen. Was wäre der Affe? Den Medipack? Das haben wir dann auch nicht. Und da hinten, wo der jetzt hingegangen ist, da war ja auch nichts mehr. Na gut, ich überlege nochmal, ansonsten gucke ich mal schnell im Internet nach. Weil verpassen will ich hier auf jeden Fall nichts. Den Schlüssel braucht man sicherlich auch ganz, ist das ein wichtiger Schlüssel, wie das hier weitergeht. Und ja gut, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 3 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.